Warum ich die Alfa Romeo Giulia Quattrifoglio nicht nur heiraten, sondern am liebsten besitzen oder gar Josef Fritzl-mäßig bei mir im Keller einsperren will, in meine Garage und am liebsten nie mehr rauslassen. Das seht ihr in unseren 10 Fakten zur Alfa Romeo Giulia mit 510 PS, 2,9 Liter V6 Biturbo, wird 307 km/h schnell und die Optik betört mich ehrlich gesagt mehr als Pamela Andersons roter Badeanzug in Baywatch. Wenn ihr alles zum Competizione Rosso roten Modell wissen wollt, bleibt jetzt dran. Und auch übrigens, ihr findet uns von www.demautotester, eurem Autotester des Vertrauens, nicht nur auf YouTube, da habt ihr uns gefunden, abonniert das gern. Macht die Glocke an, das würde mich sehr freuen, sondern auch auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Schaut da auch gerne vorbei. Ansonsten am Online-Magazin www.derautotester.de. Und jetzt geht's auch los. Kommen wir zum ersten Fakt, nämlich der Geschichte von unserer schönen Italienerin hier. Und die gibt es seit 2016. Und ich habe gedacht, boah, diese Sportlimousine wird einschlagen ohne Ende. Naja, im ersten Verkaufsjahr 2017 hat sich 2500 Mal verkauft. Die Quattrifoglio-Version hat sich 500 Mal verkauft, also immerhin jeder fünfte war das. Woran lag es? Naja, dieses Auto kam typisch italienisch, nur als Limousine, als sexy Limousine, nicht als pummeliger Kombi, was Italiener toll finden. Ja, und dann 2018 gab es eine Überarbeitung, da fiel dann die Handschaltung weg. Auch überraschend, denn nur 5% der Kunden haben die geordert. Und jetzt auch schön ist, wir haben hier das Modelljahr 2019 stehen, aber die Giulia und auch der Stelvio haben eine Modellüberarbeitung 2020 bekommen. Ja, und in diesem Modell haben wir dann hauptsächlich mehr Assistenten, neues Infotainment, was ganz wichtig war, haben wir hier nicht drin. Trotzdem ist dieses Auto so gelungen, dass ich es euch einfach nochmal vorstellen muss. Kommen wir zum zweiten Fakt, nämlich den Wettbewerbern. Und da kann einem die Giulia in Deutschland auch echt leid tun. Ne? Wir haben hier Platzhirsche wie den Audi A4, BMW 3er, Mercedes C-Klasse. An denen kommt man schwer vorbei und haben die Italiener gedacht, na, no problemo, fahre die Nordschleife, fahre Rekord della Sport Limousine. 7 Minuten 32, geschafft, eingetütet, war 2016. 2018 kam dann der Jaguar XA Project 8 oder so und hat das 10 Sekunden schneller in 7:21 geschafft. Ja, und das Wettbewerbsumfeld ist natürlich riesig. Audi RS4, RS5 Coupé, RS5 Sportback haben wir euch vorgestellt, BMW M3, M4, Mercedes C63 oder 63S AMG. Echt schwer. Aber die Italiener wären keine Italiener, wenn sie sagen würden, na, wolle Rekord der Nordschleife zurück. Und jetzt, 2020, passend zu 110 Jahre Alfa Romeo, gibt es einen GTA und GTA M-Version. Die soll dann 540 PS haben, 100 Kilo weniger wiegen und diesen Rekord wieder einfahren. Ballare della Factor Nummer 3. Sprechen wir über die Optik und ganz im Ernst, Leute. Competizione Rosso gehört da drauf, wunderschöne Farbe, dieses Auto mit den Kotflügelverbreiterungen, Carbonteilen überall, mit dem Diffusor, den vier Endrohren, da macht es mir wärmer ums Herz als Pamela Anderson, das mit ihrem scheiß roten Badeanzug jemals machen hat können. Scudetto hier vorne drauf, wir haben hier so einen Splitter unten aus Carbon, der fährt über 100 km/h, 3 cm runter, um den Anpressdruck zu erhöhen. Wir haben leider hier nur Bixenon-Scheinwerfer drauf, auch im neuen Modelljahr 2020 wird es sich kaum ändern, außer halt LED-Tagfahrlicht. Dann sind hier die 19 Zöller drauf. Wir haben hier vorne Brembo-Bremsen 360 mm, hinten 350 mm, vorne 6 Kolben, hinten 4 Kolben. Für 7.500 Euro bekommen wir auch eine Keramikbremse. Das ist echt was für Extremfreaks. Hier ist
die Quadrifoglio, das Kleeblatt drauf. Dann haben wir einen Carbon-Schweller hier unten schön. Wir haben das Carbon-Dach, kostet 3000 Euro. Serienmäßig ist die Motorhaube aus Carbon. Ja, gefällt mir schon ganz gut. Hinten abgedunkelte Scheiben, 450 Euro. Der Antrieb ist natürlich hier hinten, dazu kommen wir später. Wir haben hier einen schönen Carbon-Bürzel, Carbon, soweit das Auge reicht. Alfa Romeo LED-Leuchten hinten, Giulia. Und hier unten, das ist einfach nur voll normalmäßig pornös hier mit diesem riesigen Diffusor mit den Endrohren. Alter, ist das eine Optik. Hot. Kommen wir zum vierten Fakt, nämlich den Sound. Und wir Automobilfreaks da draußen und Sportwagenfetischisten sind gebeutelt durch neue Abgasvorschriften und Otto-Partikelfilter. Wir haben nur noch leise Autos, Vierzylinder mit Klappenauspuffanlagen, Edition Burger King Parkplatz. Nicht so jetzt hier bei unserer Giulia Quadrifoglio. Der macht einen erwachsenen lauten Sound à la Ferrari, à la Maserati. Das ist schon wirklich toll. Ihr bleibt da, ich spring rein und zeig euch den. Und, euch zu viel versprochen, später gibt es den auch noch unter Last. Kommen wir zum fünften Fakt. Und das ist hier kein Elfer, das ist eine Sportlimousine, die Alltagstauglichkeit und brutale Sportlichkeit kombinieren will. Und deshalb sind Rückbank und Kofferraum sehr wichtig. Zuerst mal zeige ich euch den 480 Liter großen Kofferraum. Das ist halt viel alltagstauglicher als bei einem Porsche 911. Und während der Elfer hinten nur so Notsitze hat oder ein Jaguar F-Type hinten, ja, gar keine Sitze oder andere Sportmodelle, haben wir halt hier noch eine Rückbank, was dieses Auto halt wirklich sehr flexibel macht. Ihr bleibt da, ich springe rein und zeige euch die schnell. Ja, und da seht ihr schon, hier hinten ist es natürlich für die Beine ein bisschen enger. Meine Freundin sitzt halt immer ganz hinten, damit ihre Handtasche vorne noch Platz hat. Wir haben hier schönes weiches Leder in der Sitzfläche, glattes Außen, rote Ziernähte, schön verarbeitet. Für den Kopf habe ich genug Platz. Wir haben hier auch noch so eine Armauflage, richtig gut, richtig viel Premium eigentlich mit sportlichem dunklen Himmel. Und daran seht ihr schon, es muss nicht immer ein Stelvio oder ein SUV sein. Es reicht auch manchmal einfach nur eine Limousine und muss auch nicht unbedingt immer ein Kombi sein. Sprechen wir über den sechsten Punkt. Und dass dieses Auto geradeaus funktioniert, verwundert kaum, denn naja, wir haben halt hier eine Karosserie, die nur etwa knapp 1,6 Tonnen wiegt, aus hochfestem Stahl. Wir haben Aluminiumteile wie die Türen, wie die Kotflügel, wie die Radaufhängung. Wir haben Carbonteile, Motorhaube, hier das Dach, die Anbauteile und die Antriebswelle. Ist also leicht und mit 510 PS geht dieses Ding nach vorne weg wie eine Rakete. Aber es ist ja auch wichtig, wie liegt er in der Kurve, die Querdynamik. Und dann haben wir hier eine nahezu perfekte Gewichtsverteilung von 50-50. Tolle Bremsen, habe ich euch gesagt. Ein adaptives Fahrwerk, was eine gute Straßenlage mit einem tiefen Schwerpunkt garantiert. Und wir haben hier hinten drauf ein aktives Sperrdifferenzial mit Torque Vectoring, was dann dafür sorgt, dass wir einfach höhere Kurvengeschwindigkeiten haben. Man merkt auch, dass das eine Heckschleuder ist, wenn man einfach mal das Lenkrad einschlägt und das Gaspedal durchpinselt. Nein, macht es einfach. Macht es einfach nicht. Ballare della Facto, 7 La Bella Macchina. Und erstmal war es gar nicht so schwer, den zu finden. Der ist nämlich hier vorne. Viel schwieriger war rauszufinden, ist es una Macchina de Maserati, de Ferrari. Manche sagen, der kommt von Maserati. Andere sagen, der kommt von California, von Ferrari. Nur dann mit zwei Zylindern weniger. Alfa selbst sagt, die Ferrari-Ingenieure haben uns hier geholfen. Ich sag,
unglaublich geiler Motor. 90 Grad V unüblich, Biturbo-Aufladung hier, 510 PS, das Auto wiegt 1595 Kilo. Damit beschleunigt der über den Heckantrieb und eine Achtgang-Automatik von ZF in 3,9 Sekunden auf 100. Diese GTA und GTA-M-Modelle sollen 0,3 Sekunden nochmal schneller sein. 307 km/h wird da schnell, nicht so wie bei den deutschen Herstellern, das bei 250 Schluss ist, sodass extrem viel Geld kostet und der Normverbrauch soll bei 9,2 Liter liegen. Wir ja, haben zwischen 10 und auch mal 20 Liter gebraucht. Sprechen wir über den achten Fakt. Und jetzt sind wir im Innenraum und die Giulia wurde natürlich viel kritisiert. Die Kritiker haben gesagt, ja, das ist zu veraltet hier drin im Infotainment, zu wenig Assistenten. Und Alfa hat gesagt, okay, Modelljahr 2020, bekommt ihr das alles. Aber ich sage so ein bisschen, wir haben hier einen Sportwagen und die Technik, die hier drin ist, die reicht mir völlig. Was haben wir? Wir haben 8,8 Zoll großes Infotainment hier, Radio, Medien, Telefone können wir über Bluetooth verbinden. Was zum Fahrzeug können wir uns hier anzeigen lassen, zum Beispiel hier so eine Effizienzanzeige haben wir hier drin. Assistenten haben wir auch ein bisschen drin hier mit Parksensor, eine Rückfahrkamera, eine Autobremsfunktion, Bremsservice hier. Und hier vorne ist dann nochmal ein 7 Zoll großes TFT. Dann haben wir links eine Drehzahlanzeige analog und rechts eine für die Geschwindigkeit. Und erstmal, was Sportwagenfans freut hier drin, wir haben glattes Leder, wir haben Carbon, wir haben rotes Leder, wir haben Alcantara im Lenkrad, Alcantara in der Sitzfläche von den Sportsitzen, die 1000 Euro kosten, 1500 Euro kostet die achtfache Verstellmöglichkeit, die Harman Kardon Anlage kostet 1250 Euro. Ja, das ist alles leicht zum Fahrer geneigt. Natürlich ist im neuen Modell ja alles ein bisschen besser, aber eine Frage, die ich mir stelle bei diesem Auto, das hier den DNA-Schalter hat mit dem ökologischen, dem neutralen und dem Dynamic-Modus und dem Race-Modus. Und hier können wir dann noch die Dämpfer härter oder weicher stellen. Und wir haben hier auch noch so einen Drehregler fürs Infotainment. Was ich immer ganz schön finde, ist, wie viel Technik muss denn in so einen Sportwagen rein? Da ist er, der Schlüssel. Kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews der 9. Das Auto geht hier am Lenkrad an. Ich schalte mal in den R-Modus. Das geht auch nur im Stand, den Race-Modus. Gib Gas, bin mal ruhig. Und was ihr dann immer von mir sehen wollt in den Reviews ist natürlich, Jörn, mach mal Launch Control, mach ich. Ja, da war er jetzt, krank. Aber der R-Modus muss raus, wir schalten in D, denn das ist auf der Straße einfach sicherer. Und wenn wir jetzt hier fahren, merken wir, okay, klar, der funktioniert nach vorne in 3,9 Sekunden auf 100. Das Auto wiegt nur 1,6 Tonnen. Das ist einfach toll. Toller Motor. Und ich mag den Sechszylinder lieber als manche Achtzylinder, weil der halt schneller da ist. Die Schaltpedal am Lenkrad sind toll. Die Achtgang-Automatik von ZF passt nahezu perfekt hier zu diesem Auto. Wie der am Gas hängt, ist toll. Aber euch interessiert natürlich auch, wie ist es in der Kurve. Und da kann ich euch halt eine Sache sagen, was ihr nicht machen solltet, ist das Lenkrad einschlagen. Auch wenn es nur leicht ist und Gas geben, weil dann geht das Heck schneller weg, als man oh Gott sagen kann. Ja, ihr solltet auch nicht in die Kurve bremsen, aber das Auto liegt schon ganz gut. Wir haben eine 50-50 Gewichtverteilung, natürlich eine Heckschleuder hier drin. Natürlich haben wir ein Sperrdifferential an der Hinterachse mit Torque Vectoring und natürlich haben wir adaptive Dämpfer. Natürlich wird dieses Auto 307 km/h schnell und natürlich haben wir den Normverbrauch von 9,2 Liter nie geschafft. Wir haben ja meistens 15 gebraucht, aber zwischen 10 und 20 Liter ist realistisch. Und ich sage euch jetzt hier mal was bei diesem Auto. Das ist so eine giftige Heckschleuder hier. Das Heck schert leicht aus, man fängt es dann aber auch wieder schön ein. Ich will nie mehr in ein anderes Auto sitzen. Ich habe mich verliebt. Kommen wir zum 10. letzten Fakt, meinem Fazit und dem Preis von unserer Giulia Quadrifoglio. Die italienische Schönheit hier gibt mir alles, was ich brauche. Die kann ruhig sein für den Alltag, die kann temperamentvoll und laut sein, die ist flexibel, hat viel Platz, die will man mit zu seinen Schwiegereltern bringen, aber kann auch am Burger King Parkplatz damit ganz schön posen. Und es muss nicht immer ein SUV sein. Wer steht schon auf Pummelige? Das ist jetzt kein Bodyshaming, es geht ums Auto, ne? Und wenn man halt Kinder hat oder so, dann ist es ja auch okay, wenn die Autos ein bisschen wachsen und wenn nicht, dann nicht. Und auch übrigens, hier, danke lieber Tim, ist die Ausstattungsliste und die Giulia beginnt bei 79.000 Euro. Und das ist echt
bezahlbar aus meiner Sicht für die 510 PS, die wir hier bekommt. Ich freue mich übrigens schweinemegamäßig auf den GTA und GTA M. Mehr als auf den Otto-Katalog damals mit 10. So wie er hier steht, kostet 93.300 Euro. Wahrscheinlich kriegt man noch ein bisschen Rabatt beim Händler, aber ehrlicherweise, ihr wisst, wie es im Leben läuft. Die guten Dinge, die kosten einfach Geld. Rabatt gibt es da selten. Und ganz im Ernst, die italienische Schönheit hier, die ist halt natürlich kein Schnäppchen. Schöne italienische Frauen kosten Geld. Das ist genauso wie beim Heiraten. Da wird der Euro dann halt irgendwann nur noch 50 Cent wert sein. Aber ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Habt ihr uns gefunden? Auf TikTok jetzt übrigens auch. Gott sind wir modern. Abonniert das alles gerne. Dann seid ihr unterhalten informiert mit www.demautotester, eurem Automagazin des Vertrauens. Ich bin der Jan und bis bald.